Das ist die interessanteste Challenge, die ich mit dem Autopiloten des neuen Tesla Model 3 Highland gemacht habe. Zuerst natürlich den Blinker mit Tasten smoothly im Kreisverkehr eingeschaltet und den Autopiloten mitten in der Stadt aktiviert. Zu Beginn hat er alles reibungslos gemeistert, sogar diese Ampel zum Beispiel. Er hat sich sogar vollständig auf den von mir fahrenden Radfahrer eingestellt. Aber das ist noch nicht alles. Als ich durch eine Straße ohne Markierung gefahren war, war ich mir sicher, dass er es einfach bewältigen würde. Aber der Autopilot hat sofort erkannt, dass es doch etwas gefährlich sein könnte, so weiterzufahren. Und hat sich einfach ausgeschaltet, denn...